Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Couchgeflüster im Fritz. Theatergeister äußern sich zum Spielverbot. Heute zu Gast eine Mutter von drei Kindern. Sie kennen sie sicher als leicht überforderte Hausfrau aus den Granaten. Bitte begrüßen Sie mit mir Maria. Maria, schön, dass Sie hier sind. Ja, schön, 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 schön ruhig hier. Wer passt denn jetzt auf die Kinder auf? Mein Mann, hoffe ich. Ah, er hat sich freigenommen. Homeoffice. Also ist die ganze Familie beisammen in der Krise? Hm, ja. Und wie ist das? Schön, schön, sehr schön. Das klingt nicht sehr überzeugt. Doch, doch, doch. Es ist wunderschön, wenn die ganze Familie beisammen ist, von morgens bis abends und von abends bis morgens und dann wieder von morgens bis abends. Ihre Kinder sind zwischen 1,5 und 9 Jahre alt, richtig? Ja, ja. Das heißt eigentlich in Krippe, Kindergarten, Grundschule, was ja jetzt alles geschlossen hat. Was bedeutet das für Sie? Das bedeutet, sein Leben zu ändern, seine Zeit, seine Denkweise, und zwar für seine Kinder und seinen Mann. Es bedeutet, seine ganze Kraft einzusetzen, um seine Kinder voranzubringen und ihnen zu zeigen, wie man lebt, lernt, musiziert, sich beschäftigt und das alles so leise, dass Papa nebenan in Ruhe arbeiten kann. Und funktioniert das? Ausgezeichnet, gut, gut, ausgezeichnet. Wie kann ich mir denn so einen Tagesablauf bei Ihnen vorstellen? Ach, ich stehe jeden Morgen um 5:30 auf, dann stille ich das Baby, während ich den Tisch decke, Kaffee koche und mich zurechtmache. Um 7 Uhr wecke ich zuerst meinen Mann mit einem ausgiebigen Guten Morgen-Küsschen, dann die Kinder. Guten Morgen, meine Schätze, wacht fröhlich auf die Plätze. Dann frühstücken wir alle gemeinsam. Es gibt frisch geschnittenes Obst, Leinsamen, Haferflocken, zuckerfreien Joghurt. Die Kinder lieben das. Nach dem gemeinsamen Tisch abräumen, gehen wir unsere Pinnwand mit den heutigen To-Dos durch. Ben, 8 bis 9 Uhr Mathe, 9 bis 10 Uhr Deutsch, dann darf er ein halbes Stündchen daddeln, 11 bis 12 Uhr Englisch. Sandra, 8 bis 9 Uhr logisches Denken, 9 bis 10 Uhr Farben, Formen, Fehler finden, 11 bis 12 Uhr Schwingübungen für Linkshänder. Das Baby hat noch keine Aufgabe, außer ganz viel zu schlafen. Papa, 8 bis 9 Uhr Rohr reinigen, Dusche, 9 bis 18 Uhr Homeoffice. Mama erledigt irgendwann zwischen 9 und 12 Kochen, Waschen, Bügeln, Einkaufen, sauber machen, eine halbe Stunde Baby-Yoga, mit Sandra spielen, Bens Aufgaben korrigieren, Osterkarten basteln, Eier ausblasen und das Baby nicht vergessen. Pünktlich um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Mein Mann bittet uns dann meistens etwas leiser zu sein, damit er sich von seinem anstrengenden Homeoffice morgen erholen kann. Danach beschäftigt sich jeder ein Stündchen selbst, während Mama und Papa die To-Dos für den nächsten Tag besprechen. Bei schönem Wetter gehen wir dann raus, an die frische Luft, spazieren, Fahrrad fahren, Inlinern, was halt jeder so möchte. Bei schlechtem Wetter bleiben wir einfach ganz gemütlich in unseren vier Wänden, spielen lustige Gesellschaftsspiele. Ach, es ist so schön zu Hause, ja. Und dann darf jeder machen, was er möchte. Also vorausgesetzt, Ben hat eine halbe Stunde Gitarre geübt und Sandra Flöte gespielt, weil Musik ist sehr wichtig für Kinder. Vor dem Abendessen räumen wir dann gemeinsam auf. Oh, die Uhr zeigt uns, es ist soweit, jetzt beginnt die Aufräumzeit. Es ist so herrlich, wie alle mit anpacken. Beim Abendessen erzählen wir dann Papa, was wir Lustiges den ganzen Tag erlebt haben. Dann geht's Zähne putzen, Popo waschen und ab ins Bett. Mama liest natürlich noch eine ausgiebige Gute-Nacht-Geschichte vor, während das Baby ganz gemütlich in ihren Armen einschläft. Um 20 Uhr schaue ich dann noch die Nachrichten mit meinem Mann, er meistens noch einen Spielfilm und ich flugs die Hucks, checke noch meine E-Mails und freue mich über Post von Bens Lehrer, der mir neues Unterrichtsmaterial schickt, drucke neue Arbeitsblätter für Sandra aus und bestücke unsere Pinnwand für den nächsten Tag. Dann falle ich so fröhlich und glücklich ins Bett und denke mir, wow, so eine Krise hat doch auch was Tolles. Diese intensive Zeit mit seiner Familie. Das klingt traumhaft. Ja, ja, das ist es auch. Ein Traum. Ein Wunschtraum. Ich meine, das funktioniert nicht. Ich meine, das kann gar nicht funktionieren. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Ich müsste eigentlich überall gleichzeitig sein. Das ist ein Albtraum. Also wenn die Krippen, Kitas, Schulen und vor allem das Büro meines Mannes nicht bald wieder öffnen, dann laufe ich amok. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und dann all diese guten Ratschläge, ja, Bastelanleitungen,
Beschäftigungsspiele, Homeschooling. Wenn ich das Wort schon höre, Homeschooling, kriege ich schon Neurodermitis. Homeschooling. Ich meine, meine Kinder, die nehmen mich so ernst wie eine grüne Tomate mit Ohren. Homeschooling. Unsere ganze Nachbarschaft rechnet schon mit, wenn ich die Textaufgabe nach dem 10. Mal nicht mehr erkläre, sondern brülle. Und dann noch schlimmer, YouTube-Tutorials. So, liebe Mamis, wir haben ja alle im Moment so viel Zeit mit unseren süßen Kleinen. Da können wir doch zu Ostern ein paar Osterkarten basteln für unsere Lieben, die wir ja leider nicht besuchen dürfen. Ihr braucht auch nur Fingerfarben und von jedem Familienmitglied, aha, entweder die Hand, aha, oder den Fuß. Ich hatte diese Scheißabdrücke in der kompletten Wohnung, nur nicht auf diesen Scheißkarten. Es hat mich eine halbe Nacht gekostet, Kinderbaby-Fingerabdrücke nachzumachen, damit ich diese Osterkarten wegschicken konnte. Und das Allerschlimmste? Mein Mann. Mein Mann, der von 9 bis 18 Uhr in der Wohnung rumschlurft und zwischen Kaffeemaschine und Laptop tolle Ratschläge absondert. Du, vielleicht solltest du für das Schneidepapier dickeres Papier nehmen. Wieso sitzt Ben schon wieder vor dem Fernseher? Sei doch nicht so ungeduldig. Könnt ihr leiser sein? Ich habe einen wichtigen Anruf. So, ich habe jetzt auch einen wichtigen Anruf, nämlich mit Frau Giffey. Der Familienministerin? Ja. Ich werde ihr sagen, wenn sie keine Idee hat, wie man Familienväter in Homeoffice von zu Hause wegisoliert und wenn sie kein Gesetz verabschiedet, das es Müttern erlaubt, die eigenen Kinder für ein paar Stunden am Tag zu fesseln und zu knebeln, dann kann sie auch bald Kurzarbeit anmelden. Vielen Dank, Maria. Ja, liebe Zuschauer, dass diese Maßnahmen zur Eindämmung des Virus drastische Folgen haben, werden Sie auch in unserem nächsten Interview sehen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.